Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 9. Wir haben in der letzten Folge hier es ins Dorf der Schwarzmagier geschafft und hier auch aufgehört. Ne? Einfach Schluss gemacht. Der Plan für heute ist natürlich, dass wir hier weitermachen. Sprich, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Zack, gehen wir erstmal hier rein. Und gucken uns das ETI an. Verzeiht, was ist das hier für ein Dorf? Was wollt ihr hier? Das ist unser Dorf. Genau. Es war doch bestimmt der Kleine, der euch hierher geführt hat. So macht die Menschen es immer. Ihr nutzt, immer nutzt ihr uns aus. Hä? Meint ihr Vivi? Ich verstehe das falsch. Es ist das erste Mal, dass wir außer Vivi Schwarzmagier treffen, die einen eigenen Willen besitzen. Und außerdem sind wir gekommen, um den Mann aufzuhalten, der euch für seine dunklen Machenschaften missbraucht hat. Ist das auch wahr? Lass dich nicht in die Irre führen. Glaub ihn nicht, Menschen lügen immer. Nein, es ist die Wahrheit. Ich möchte ebenso wie ihr, dass mit diesen Grausamkeiten endlich Schluss ist. Ja, Menschen lügen immer. Ah, sie dann auch auf dem Weg die Geheimnisse des Eschenstur gründen? Das ist unser Ei, das werdet ihr nicht bekommen. Ja. Kina denkt wieder nur ans Fuden. Gut. Wir gucken mal hier weiter. Gehen wir mal hier rein. Das Inn. Die Musik der Träume und Zauber nur für euch. Der Bauer Umeboshi. Schön, 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 schön. Eine neue Stellatio Virgo. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier ist nämlich noch ein Shop. Aber der hat nur so Zeugs. Okay. Dann gehen wir mal hier rein, wo Lilly ist. Ist sie dann? Was ist hier los, Lilly? Ich habe versucht, ihnen zu erklären, aus welchem Grund wir hier sind. Den Grund? Ja, genau. Weshalb sind wir eigentlich hier? Sie dann? War doch nur ein kleiner Scherz. Immer schön locker bleiben. Er war aber fehl am Platz, jetzt wo ich fast ihr Vertrauen gewonnen hätte. Ein Scherz? Muss man sich davor fürchten? Ach was, ein Scherz ist etwas sehr Lustiges und Spaßiges, oder Lilly? Ihr scheint ja eigentlich gar nicht so böse zu sein. Aber ihr kämpft gegen die Bösen, stimmt's? Ihr habt's erfasst. Wo ist eigentlich Vivi? Keine Ahnung, ich suche ihn auch, aber er ist nirgends zu finden. Hoffentlich hat ihn diese ganze Situation nicht zu sehr mitgenommen. Ich mache mir Sorgen, ich werde ihn suchen gehen. Lilly? Na toll. Ja, quatsch mal mit denen hier. Im hämmernden Schwarzmagier, geil. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie viel Cash wir noch haben, ne? Ne. Wieso haben wir keine Runenklinge? Ich dachte, die hätten wir schon. Ein Powerclap brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Davon nehmen wir mal noch eins mit. Eine Lamias Timara. Kann er die herstellen? Nur die Kraften? Nee. Na gut, dann wartet auf jeden Fall erstmal. Gucken wir uns hier oben nochmal um. Ich schmeiße ja hier auch was. Ein paar Gil. Da sagen wir doch nicht nein. So, aber wir können sie dann schon mal ausrüsten. Ne, können wir nicht. Der Detonator ist noch nicht fertig gesteckt. So. Oh. Hey, Vivi. Was ist hier nur los?
Ah, jetzt sind wir immer in einer Grabstätte angekommen. Wie kommt es eigentlich, dass ihr alle sprechen könnt? Wir sind plötzlich erwacht, jeder aus einem anderen Grund, aber... Erwacht? Wie denn erwacht? Kannst du dich an deine eigene Geburt erinnern? Nee, überhaupt nicht. Dasselbe ist auch bei uns der Fall, aber auf einmal waren wir erwacht. Nur als ich erwachte, lag ein toter Mensch neben mir, der mit Blut überströmt war. Ich habe das damals nicht ganz verstanden, aber ich zitterte am ganzen Leib und bekam Angst. Und ich bin einfach losgerannt, so schnell ich konnte. Um mich herum standen viele, die das Gleiche durchgemacht hatten, und so entschlossen wir uns zu fliehen. Auf unserer Flucht konnten wir einiges an Informationen sammeln und erfuhren von diesem Dorf hier. So war das also. Ob es wohl unter der Erde kalt ist? Ja und nein. Wo ist denn... Vivi ist, glaube ich, hier hingerannt. Ja. Vivi, was los? Ach, sieh dann. Es ist nichts. Ist was vorgefallen? Die Schwarzmagier aus dem Dorf scheinen ja alle schwer in Ordnung zu sein. Deswegen sage ich doch, es ist nichts. Mampf normal. Ich habe Hunger, Mampf. Diese Dorfbewohner haben auch gar nicht gescheitert zu essen, Mampf. Vivi, da bist du ja. Wo hast du gesteckt? Du siehst ja so... Du bist nur ein bisschen erschöpft, nicht wahr, Vivi? Ja, ein wenig. Ja, es war ein anstrengender Tag, die ganze Zeit nur gelaufen. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Ich muss noch in den Wald, Mampf. Da gibt es bestimmt etwas zu essen, Mampf. Jo, wir ruhen uns mal aus. Der kleine Vivi auf Abwägen. Sieh dann, Vivi hat sich gerade rausgeschlichen, sollten wir nicht? Hey, der Junge hat dazugelernt. Er nimmt bestimmt Rücksicht auf uns. Sieh dann. Mach dir keine Sorgen. Aber er folgt nur seinem Herzen. Er weiß schon, was er tut. Überleg doch mal. In seinem ganzen Leben hat er noch nie Leute seinesgleichen getroffen, die da noch nur sprechen konnten. Aber was ist, wenn er von seinen eigenen Leuten beschimpft oder verletzt wird? Mit solchen Sorgen wird man nie irgendwelche Freunde finden, das ist absolut richtig. Außerdem kann man so jemandem gar nicht seinen Freund nennen. Und vielleicht findet er endlich eine was? Ein Ort, an den er zurückkehren kann. Eine Heimat. Eine Heimat? Ja, eine Heimat. Sag mal, Zidane, dieser Ort, an dem man zurückkehren kann. Was ist los, Lily? Kannst du nicht schlafen? Soll ich dir vielleicht eine gute Nachtgeschichte erzählen? Es war einmal vor langer, langer Zeit. Jetzt schweifst du schon wieder vom Thema ab. Ein Junge, der nicht wusste, wo er geboren wurde und auch nicht wusste, wo seine Heimat war. Tut sie dann? Vielleicht. Seit Kindesalter war es sein Traum, irgendwann einmal seine Heimat zu finden. Der Ort seiner Geburt lebt einzig und allein in seiner Erinnerung. Aber warum? Er wollte es einfach nur wissen, wer seine Eltern sind, das Haus, in dem er geboren wurde, einfach ein wenig sich selbst kennenlernen. Und dann eines Tages verließ er den Mann, der ihn großgezogen hatte. Der Junge begab sich auf die Reise, um seine Heimat zu suchen. Dem einzigen Anhaltspunkt in seiner Erinnerung folgen, ein blauem Leuchten. Blaues Leuchten? Ja.
Die einzige Erinnerung, die der Junge an seine Heimat hatte, vielleicht ist es das blaue Weite Meer. Und hat er seine Heimat gefunden? Langsam, nur nichts überstürzen. Sowas muss immer schön der Reihe nachgehen. Ach, was soll's. Letztendlich hat er seine Heimat nicht gefunden. Ein Wunder, oder? Sein einziger Anhaltspunkt war ein blaues Leuchten. Und so kehrte der Junge zu dem Mann zurück, der ihn aufgezogen hatte. Und was glaubst du, was dieser Mann tat? Er war erleichtert und schloss ihn in seine Arme. Pustekuchen. Dieser Mann nahm den Jungen und schlug ihn windelweich. Wieso? Keine Ahnung. Aber noch eine viel größere Überraschung war das, was danach kam. Nach der Trachtprügel fing dieser Mann an zu lachen. Willst du das glauben? Direkt nachdem er den Jungen verprügelt hatte. Aber als er das Gesicht des lachenden Mannes sah, wusste der Junge plötzlich, dass er den Ort gefunden hatte, an den er immer wieder zurückkehren konnte. Dieser Junge sucht immer noch nach seiner Heimat, aber er weiß auch, dass es für ihn einen Ort gibt, an den er immer wieder zurückkehren kann. Und deswegen weiß er, dass Vivi nach einem Ort sucht, an den er immer wieder zurückkehren kann. Ob Vivi womöglich in diesem Dorf bleiben will? Tja, das bleibt einzig und allein Vivi überlassen. Ach, du bist es wieder. Ich wollte dich was fragen. Was gibt's? Ich wollte fragen, wie viele jetzt schon stehen geblieben sind. Du musst nicht unsere Worte benutzen. Du scheinst die Bedeutung und den Unterschied zwischen Stehenbleiben und Sterben zu kennen. Unsere Freunde sind nicht nur einfach stehen geblieben, sondern gestorben. Es sind mittlerweile insgesamt 7, die stehen geblieben sind. Ich denke, unsere Zeit ist vorherbestimmt. Als der erste von uns stehen blieb, kam mir dieser Verdacht. Scheint gewisse Unterschiede zu geben, aber ungefähr ein Jahr nach unserer Herstellung bleiben wir stehen. Nein, das kann ich. Die anderen wissen es nicht. Denn wenn sie es wüssten, würden sie das gleiche Gefühl plagen wie mich. Das gleiche Gefühl? Ich glaube, es ist Angst. Das Gefühl, nicht stehen bleiben zu wollen. Einfach wegzurennen und alles zu vergessen. Aber trotzdem bin ich irgendwie glücklich, hier in diesem Dorf mit allen zusammenzuleben. Ich habe Angst, wirklich große Angst, aber die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, verbreitet mir Freude. Ist es bei dir denn nicht genauso? Hast du mit deinen Freunden auf Reisen sein, hast du dann nicht das Gefühl, die Bedeutung des Lebens zu erfahren? Wirklich? Ja, ich denke schon, dass sie irgendwo da liegen sollte. Danke. Und was gibt's hier? Sie dann, anscheinend wurde im Nordwesten des Kontinents ein silberner Drache gesehen. Die Orklinge von Condea Pater erzählten uns von einer heiligen Stätte, deren Eingang verschossen sei. Ich glaube, Kuya hat einmal von einem Geheimnis über diesen Kontinent geredet. Bist du dir sicher? Irgendetwas über die Quelle des Nebels. Dort finden wir ganz sicher einen Hinweis. Dann kann ich vielleicht auch Mutter... Ja, genau. Wo ist eigentlich Vivi? Was machen wir, wenn Vivi hier bleiben möchte? Wartet! Vivi? Die Leute aus dem Dorf haben mich gebeten, noch mehr von der Welt zu sehen und ihnen später davon zu erzählen. Gut. Mist, jetzt, wo ich dachte, endlich mit Lilly allein sein zu können. Was redet ihr da, Mampf? In diesem Dorf werde ich vor Hunger sterben, Mampf. Seht ihr schon die Rakadi über mir kreisen? Ach ja, dich gibt's ja auch noch. Gut, dann lass uns aufbrechen. Nach Condea Pata und dann zu dieser heiligen Stätte. Hey, hey, auf zum Atem. So, dann sind wir wieder raus aus dem Dorf und jetzt dürfen wir erstmal wieder zurück nach Condea Pata stratzen. Das sollten wir aber auch hinkriegen. Und hier müsste dann jetzt gleich auch eine der
lustigsten Geschichten kommen, die das Spiel so bereithält. Angriff, Angriff. Sehr schön. So, dann machen wir uns hier mal weiter. Einmal wieder um den Felsen hier rum. Und dann auf nach oben. So, dann müssen wir jetzt die, müsste ich hier Feuer auf beide casten können, egal. So, da haben wir Nummer 1. Einmal wieder voll heilen. Und da haben wir Nummer 2. Zumindest wenn jetzt die Angriffe durchgehen. Yep. So, das sieht doch auch leveltechnisch mittlerweile ganz okay aus. Na, immerhin alle mindestens Level 23. Mindestens Level 23 für alle. Oh, wir haben Angriffsvorteil. Schon lange nicht mehr gehabt. Genau, für die Leute, die sich jetzt vielleicht immer noch fragen, warum zur Hölle ich so selten mit sie dann angreife und immer erst klaue. Nee, mir geht's gar nicht um die Items. Mir geht's um einen Skill von sie dann, der nämlich umso mehr Damage macht, umso öfter man erfolgreich geklaut hat. Deswegen immer klauen mit sie dann. So, auch die beiden haben wir. Und weiter geht's. Mal gucken, ob wir durchkommen nach Condeapata oder ob wir noch einen Kampf kriegen. Nee. Hinter diesem Tal ist also die heilige Stätte. Aber der Weg dorthin wird immer von einem Ochling versperrt. Der Weg neben den Gemischtwarenladen auch? Dann lasst uns erstmal dorthin gehen und schauen, was Sache ist. Okay, okay. Machen wir das. Wir gehen mal hier lang. Und dann quatschen wir mal mit dem.
mit den Jungs hier. Wir würden gerne hier durch. Geht nicht, nur diejenigen, die das Ritual der Treue vollendet haben, können passieren. Was soll denn das für ein Ritual sein? Frag den hohen Priester. Und wo kann man den finden? Der läuft hier irgendwo rum. Na toll. Gucken wir mal. Wir müssen echt mal wieder Briefe loswerden, ne? Bist du der Hohepriester? Das ist unser Schrein, wo wir unseren Segen von der Sonne und den Göttern erhalten. Anscheinend bist du nicht der Hohepriester. Du siehst aber aus wie ein Hohepriester. Hey du, bist du zufällig der Hohepriester? Dem ist wohl so, mein Sohn. Ich bin der Hohepriester. Was treibst du denn hier? Auch ein Hohepriester hat so seine Sorgen. Aha. Naja, wie auch immer, wir wollen irgendwie zur heiligen Stätte. Die heiligen Schriften besagen, dass nur die, die das Ritual der Treue vollendet haben, sich dem Ort nähern dürfen. Was nun alles in der Welt ist denn jetzt dieses Ritual der Treue? Wenn ein Mann und eine Frau den Segen der Götter halten und in den heiligen Bund der Ehe treten. Ach so, also eine Art Hochzeit und Flitterwochen. Deine Worte befremden mich zwar, aber es wird wohl so etwas sein. Wenn wir dieses Ritual also hinter uns haben, dürfen wir zur heiligen Stätte? Lilly, hast du mitgehört? Ist verzwickter als ich dachte. Aber wenn wir zwei heiraten, kommen wir weiter. Aber das wohl Wunschdenken. Von mir aus. Bitte was? Ihr wollt euch vermählen lassen? Das Ritual ist eigentlich nur für uns Auklinge bestimmt, aber in letzter Zeit will einfach keiner heiraten, wo wir doch beim 99. Paar sind. Darüber habe ich mir vorhin den Kopf zerbrochen. Aber so sei es denn. Ihr sollt das 100. Jubiläumspaar werden, das den Segen der Götter erhalten soll. Wie war das nochmal mit im Mittelteil? Uiuiui, Hochzeit. Oh, Götter der Berge und Bäume. Wie kam das hier noch gleich zustande? Oh, gütiges Licht der Sonne. Um zu dieser vermaledeiten heiligen Stätte zu kommen, müssen wir dieses Ritual vollendet haben. Und fürs Ritual brauchst du mal Männlein und Weiblein. Moment mal, Lilly. Ist dir eigentlich klar, was wir machen? Wir heiraten. Schönen guten Morgen, aber sonst kommen wir ja nicht weiter, oder? Ah ja, aber ich meine, sollte man sich sowas nicht vorher genauer... Es fängt an. Was hat sie denn nur vor? Normalerweise reagiert sie doch immer total sauer und ist dann gleich eingeschnappt. Die Hoffnung soll eure Kraft sein. Klar kommen wir dann weiter, aber um die Höhen des Lebens zu überwinden, ist sie vielleicht echt sich in mich verknallt? Heute soll ich den Weg erschließen. Dann war es ja echt die richtige Strategie, dass ich im Dorf der Schwarzmagier so lässig geredet habe. Der Himmel möge euch segnen. Oh. Lilly, jetzt sind wir endlich Mann und Frau. Und der Bräutigam darf immer die Braut knu... Nee, oder die Braut hat ab. Das muss ja so kommen. Jetzt braucht ihr nur noch den Zwilling neben dem Gemüsewarenladen einen Besuch abzustatten. Was muss man denn noch alles tun? Es gehört eben zu unseren Sitten. Na, dann wollen wir uns doch mal das 100. Jubiläumspaar des Dorfes unseren Rundgang starten. Ein Ehepaar sind wir aber nur, solange wir hier im Dorf sind. Welch harte Worte. Sagt man sie dann, was sollen wir denn jetzt machen? Ihr, alles und nicht unsere Flitterwochen stören. Wollt ihr uns etwas zurücklassen? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Dann lasst uns erstmal... lasst euch doch auch trauen. Wie wär's denn, wenn ihr euch auch in den heiligen Stand der Ehe treten würdet? Was? Genau, das ist doch. Derweil machen wir unseren Rundgang.
um die Hürden des Lebens zu überwinden. Feuer soll euch den Weg erschließen. Der Himmel möge euch segnen. Ich bin ja so glücklich, Schmampf. Ich auch. Ein Dieb! Supergeil. Wir sind das frisch verheiratete Ehepaar, Herr und Frau Tribal. Chibio, dann bräucht ihr also zur heiligen Stätte auf? Ja, dürfen wir denn jetzt passieren? Chibio, aber klar, seid vorsichtig und gute Reise. Dann mal los. Ein Dieb! Huch. Mogu, beeil dich! Gubbo, stehen geblieben! Hey, stehen geblieben! Was passiert? Keine Ahnung. Los, lass mal nachschauen. Wieder entwischt. Weiter dürfen wir nicht. Und dort draußen etwa noch jemand? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Die zwei kleinen Racker kommen ab und zu hierher und klauen uns unser Essen. Aha. Aber das nächste Mal kriegen wir sie. Ivi, Kina. Und habt ihr die Trauung hinter euch? Ja. Da wagt sich wirklich jemand, vor meiner Nase Essen zu klauen, Mampf? Gut, dann können wir wieder weiter. Jo, können wir. Aber nicht mal heute. Für heute machen wir Schluss. Aber auf jeden Fall, also ich finde die Storyline hier in Condea Pater mit der Trauung halt ultra, ultra lustig. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Und wir machen an der Stelle in der nächsten Folge weiter. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Haut rein. Bis dann. Tschüss, tschüss.